was hast du mit der angestellt? Wir grüßen hier nichts auch. Ich bin schockiert. Der hat gerade was am Mund. Kenn ich nicht. Ja? Der hat gerade mit seinem Hund gesprochen. Ja? Und der hat mit seiner Ex gesprochen. Ja? So, oh, das dauert zu lange. Schau machen. Na, was los? So, ganz kurz mal. Nö. So, war doch drin. Ja? Ja? Epileptiker, du. Ja? Hallo, Meister. Ja? Hallo, Meister. Voll Spaß. Party! Ja? Liegt der Maus, hallo? Ja, ey, hier ist Herbert. Hallo. Herbert, ich höre gern Herbert. Grünemeier. Ja? Ja, ich hätte Interesse, bei Pro7 mit Ihnen eine Sendung zusammen zu machen. Können wir da irgendwie mal reden? Oder haben Sie eine Nummer, wo ich mich an Sie wenden kann? Ja, 110. Ja? Dudenschwein, du. Ja? Der Waldmeister. Auschwitz-Lüge. Noch ein Thema dazu hier mit der 110, war nur ein Witz, ja, ich wollte eigentlich sagen 113, das ist die Auskunft von der Telekom in Polen. Oh. Nee, war ein Witz. Okay. Alles klar? Du bist aber witzig. Ich auch so, danke. Ja? Ich bin hier mal Ingo. Hallo. Kenn ich nicht, ich kenn keinen Ingo. Jetzt lass den doch mal ausreden. Mann, der labert doch nur Müll, ja? Ja, Heli hat völlig recht, du bist ein richtiger Witzbold. Meister. Ruf nochmal an und ich küsse die Füße. Ja? Stefan hier. Das war Stefan. Ja. Ich kenn keinen Stefan. Natürlich. Ich kenn keinen Stefan. Ich kenn keinen Stefan, ich kenn keinen Ingo, ich kenn Arsch. Ich kenn nur dich. Warum sitze ich hier überhaupt? Ja? Geil, meine Techniker verlassen den Raum. Was haltet ihr? Ja? Die überlassen. Schino und Schoß, welche Maschen bringen. Mich bringen. Hallo? Steht da jemand? Ja, hi. Wer ist denn da? Ja, Icke. Schön, und ich bin hier. Ja, die Demo schon. Ja? Stefan Kaser hier, grüßt. Hallo. Okay, wir machen jetzt nochmal... Ja, ich hab eine Frage. Du hattest die Frage gestellt, du hast gesagt, du hast eine Frage. Ja, kurz Musik machen. Ja? Muschi. Jetzt mal überlegen, was will er damit sagen mit dem Wort Muschi? Also entweder hat er gerade seine Freundin vor sich zu liegen oder ein Pornoheft? Oder ist eben... Ja, die ist gerade... Okay, wenn ich rauskomme, bekomme ich wieder was über den Kopf gezogen von dem Redakteur hier. Ja? Halt die Fresse, du Spaß. Ja. Bastard, Alter. Sie sind auf Sendung, sprechen Sie.